So, hallo meine Lieben. Ja, das ist hier mal eine kleine Sache in eigener Sache. Gut, der Kanal sowieso. Ich wollte euch was vorstellen, was ich jetzt mit aufnehmen werde. Und zwar mache ich jetzt auch in Schmuck, das heißt den Schmuck, den ich selber herstelle. Individuell alles Einzelstücke von wenigen, wenigen Ausnahmen. Ich zeige euch jetzt hier nur eine kleine Auswahl, beziehungsweise ich bin jetzt noch dabei, das Sortiment noch etwas zu vergrößern. Das heißt, wir reden hier über Drahtschmuck. Das hier sind zum Beispiel Ringe in Silber mit entsprechender Perle obendrauf, also Drahtschmuck. Kein echtes Silber, es ist quasi Modeschmuck. Hier auch ein Design. Extra, auch in Gold natürlich möglich, mit Halbedelstein. Ausführungen gibt es ja in allen möglichen Variationen. Auch hier noch mal ein Beispiel oder hier als Rose geflochten. Individuell für euch auch herstellbar, je nachdem, welche Wünsche ihr habt. Epoxidharz-Anhänger, hier mal mit einer Rose, glasklar mit Goldpartikeln. Oder auch Blütenblätter, wie ihr seht, ist der Fantasie, was das angeht, keinen, ja, kann man Fantasie walten lassen. Je nachdem, welche Wünsche ihr auch habt, das könnt ihr gerne an mich richten. Ich biete das auch nicht zu überteuerten, Preisen oder irgendwas an. Pyramiden sind natürlich auch. Das ist hier nur so ein Versuch gewesen. Hier habe ich zum Beispiel mal eine mit einer Roter, das ist aber auch nur ein Modell mit Rose innen drinne beleuchtet. Das ist eine kleinere Pyramide. Was ich hier bei der nächstes Mal anders machen würde, ist die weiße Spitze. Die würde ich wahrscheinlich weglassen. Ansonsten ist es sieht die wunderschön aus. Unten noch mit Glitzer oder auch hier solche Sets im Grunde genommen für Abstellmöglichkeiten mit Blüten, wie auch immer drauf, glasklar. Dann hier Kettenanhänger. Hier mit dem Lebensbaum. Auch hier habe ich noch andere Sachen im Angebot, was ich anbieten könnte. Auch hier mit Drahtschmuck. Glitzerstein im Grunde genommen hier mit Drahtschmuck umwickelt, eingefasst. Also wie gesagt, ihr seht hier schon, das sind nur so einige Beispiele. Ich habe jetzt hier noch eine ungewöhnliche Form. Hier habe ich auch noch mit Glitzerschmuck dabei. Ich hole den mal eben hier so ein bisschen raus, sonst kann man den schlecht sehen. Dies kann man auch an eine normale Kette hängen. Wo bin ich denn jetzt hier? Da. Mit Glitzerstein halb matt, halb glänzend. Ja, also wie gesagt, das ist nur eine kleine Auswahl von dem, was ihr zur Auswahl hättet, wenn ihr besondere Wünsche habt. Auch hier Steine eingefasst mit Gold. Sehr abstrakt gemacht mit Anhänger. Hier ist noch ein Corbuschon. Also ihr seht schon, auch hier, die sind ganz, ganz toll, sind sehr einfach zu machen. Wenn ihr an einen von denen Interesse habt, hier ist noch mal ein kleiner Anhänger, der ist ganz, ganz leicht, also ultra leicht. Hier noch mal Cabochons, die dann in entsprechend Gold, Silber, Bronze oder beziehungsweise auf Alt eingefasst werden können, an der Kette getragen werden können. Ihr seht, wie toll die aussehen, ne? Also ganz, ganz fantastische Motive mit dabei. Den finde ich auch besonders schön hier. Hier nochmal in Weiß. Da kommen jetzt noch ein paar mit dazu. Also wie gesagt, ich werde das auch noch definitiv erweitern. Armbänder. Ich habe hier auch noch zwei gemachte mit Makramee. Und hier habe ich nochmal ein eigens hergestelltes Armband, ultra leicht am Handgelenk. Ohrringe mit halt Halbedelsteinen drin.
auch verschiedene Farben auch möglich. Ja, also das wollte ich euch im Grunde genommen nur zeigen. Ich mache jetzt auch noch vor allen Dingen die großen Pyramiden auch noch Maßstab 15x15 Durchmesser. Eins habe ich, bin ich jetzt momentan gerade am Herstellen mit weißer Rose drinne, mit Beleuchtung. Also wenn ihr da Wünsche habt, dadurch, dass das eigentlich die meisten Sachen davon alles Einzelanfertigungen sind, ich werde, wenn ihr Interesse daran habt, ihr könnt mir das ja mal mitteilen, ob ihr daran Interesse habt, dann würde ich die Einzelstücke quasi einmal durchnummerieren, wenn jemand Interesse daran hat. Ich werde sie auch nicht, jetzt nicht zu teuer machen, also diese kleinen Anhänger hier sind für 10 bzw. 10 bis 12 Euro zu haben. Die mit Drahtgeflecht, das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, weil sie handgefertigt auch hergestellt sind. Das Band dazu, sag ich mal, von der Farbe her könnt ihr euch noch aussuchen, schwarz-weiß oder hier eben mit grün. Je nachdem, ich habe die in allen möglichen Farben auch da. Schwarz und weiß habe ich natürlich jede Menge, passt natürlich immer überall zu. Die Anhänger hier kosten zum Beispiel 5 Euro inklusive Kette. Dann würde für euch nur der Versand mit dazu kommen, dass ihr ungefähr wisst, in welchem Bereich wir uns hier bewegen. Die mit Halbedelsteinen drin kosten zwischen 5 und 8 Euro. Das Paar Ohrstecker plus immer natürlich immer plus Versand. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eine grobe Vorstellung von dem, was ich habe. Wenn jemand Interesse daran haben wollte, schreibt mir das bitte einfach in die Kommentare rein oder schreibt mich per E-Mail an, ob es da jetzt von den Sachen, die jetzt gerade fertig sind, sag ich mal, euch etwas interessiert. Und dann suche ich das gerne raus. Da werden wir uns dann schon einig werden. Diese Platzsets, da werde ich natürlich dann immer auf meiner Webseite auch immer noch mal dann einzelne vorstellen, entweder 4 davon, beziehungsweise eben, wo man auch Tassen oder was weiß ich drauf abstellen kann. Verschiedene Motive natürlich. Ich habe jetzt noch ein paar Aufträge zu erfüllen schon, weil natürlich einige Kunden, ich hatte eine sehr schöne andere Pyramide hier, die hat eine Kundin von mir gleich gekauft. Die hat sie gesehen, die sah auch sehr schön aus. Aber wie gesagt, da kommt jetzt demnächst noch mehr. Und ja, über ein entsprechendes Feedback würde ich mich natürlich dann freuen. Ich habe hier auch noch so Sets, Drahtschmuck mit Ring mit dazu. Seht ihr das? Das ist natürlich eine ganz einfach gehaltene Anhänger. Hier auch noch mit Rose, damit ihr das seht, mit entsprechenden Ring dazu. Ja, wie gesagt, das erstmal in eigener Sache. Ich würde mich über euer Feedback freuen, ob ihr auch daran Interesse habt, dass ich das mit in meinen Shop mit aufnehme. Dann bedanke ich mich bei euch und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit eurer Legung. Bis dann, eure Prinzessin der Kelche. So, hallo meine lieben Stiere und Stier-Aszendenten, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr habt euch das angeguckt, was ich euch mitzuteilen hatte vorweg. Als Ergänzung jetzt nochmal. In eigener Sache muss ja auch manchmal sein. Aber jetzt kommen wir zu euch. Ich will euch, ja, jetzt einfach mal schauen, was bei euch. Ich sitze hier an einem anderen Tisch, deswegen muss ich gucken, dass ich nicht so viel mit der Platte in Berührung komme hier, weil sonst wackelt die Kamera. Ich möchte jetzt mal gucken, was bei euch im April los ist. Und von so her, ich habe mir so ein paar Decks rausgesucht, weil momentan ja ziemlich viel Energien hochgepusht werden. Alle Planeten sind jetzt wieder vorläufig. Mars, glaube ich, und hin und her, die stehen jetzt seit was weiß ich wie viel Jahren, ich habe die Daten jetzt nicht genau im Kopf, wieder im neuen Planeten, im Wassermann oder war das der Pluto? Auf jeden Fall für diejenigen unter euch, die sich da erkundigt haben, die wissen, was ich damit meine. Von so her sind momentan teilweise so ein bisschen, wir sind voll im Umbruch und was Neues und es soll auch besser werden. Trotzdem müssen alte Themen noch bearbeitet werden.
Und da schwirren so die unterschiedlichsten Energien durch die Gegend. Und deswegen bin ich jetzt mal echt gespannt, was bei euch so los ist oder was angesprochen werden soll. Denkt bitte daran, das ist eine allgemeine Legung. Kann und wird natürlich nicht auf jeden zutreffen. Wenn es wirklich absolut nichts mit euch zu tun hat und ihr euch nicht angesprochen fühlt, dann ist es auch nicht für euch bestimmt. Dann lasst es weiterziehen. Dann schaut auf jeden Fall bitte nochmal in euren Aszendenten rein. Vielleicht ist da etwas dabei oder je nachdem, wo ihr denn wohnt, die Venus oder so auch im Horoskop habt. Ich würde mir dann sowieso diese Zeichen alle dementsprechend, dann kann man ein Komplettpaket daraus schnüren. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir so ein paar rausgesucht, Energie, Oracle Cards. Eine Rune werde ich diesen Monat noch mitziehen. Ganz neues Deck habe ich mit dabei. Archetypes, wird sehr intuitiv, selten gelegt, sag ich mal. Es gibt welche, die damit legen, aber nicht besonders viele, weil die sehr, sehr in die Tiefe gehen. Ich will die aber dieses Mal mit reinnehmen. Ja, wie gesagt, also damit ihr jetzt das Mischen ich euch ersparen kann, werde ich das jetzt für euch tun. Und dann bin ich gleich mit euren Karten wieder da und den Rest nachher machen wir dann zusammen. Bis gleich! So, meine Lieben, ich habe die Karten gezogen, den Rest machen wir gleich zusammen. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee mit euch. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Neuanfänge. Das ist nur mein Computer, bitte nicht wundern. Ich sitze hier an meinem Computer, der ist an. Wir haben hier die Neuanfänge. Das ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Dann ist hier das Auge des Kondors gefallen, sich über Hindernisse zu erheben. Ich mache da jetzt eine Gesamtbotschaft. Ne? Dann haben wir hier aus der Energie das Erstrahlen. Das heißt, hier tut sich auf jeden Fall etwas. Hier kommt etwas empor. Der Schlüssel zu neuem Wissen ist hier gefallen. Auch sehr interessant. Und dann haben wir hier, ich kann das immer nicht aussprechen, Rest and Renovation, Ruhe und Vergnügen, entspannen und meditieren, zur Ruhe kommen, in sich gehen, über bestimmte Dinge nachdenken bekomme ich hier rein, in sich ruhen oder zur Ruhe kommen. Und dann ist hier die Yin und Yang Karte gefallen und dadurch, dass sie auf dem Kopf, sag ich mal, gefallen ist, ist das quasi, ist der Yang-Zyklus damit angesprochen? Die aktive Vorgehensweise, logische Vorgehensweise und zielorientiert zu handeln. Das ist hier sehr, sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Dann habe ich von dem Cloudburst-Orakel, dass sich die Herzfrequenz erhöht. Die Melodie deines Herzens stößt auf offene Ohren. Jemand ist genauso begeistert, mutig, kraftvoll und positiv wie du. Dann ist von den Runen die Wunjo gefallen. Das passt hier wunderbar mit zusammen, mein lieber Stier. Und als Mantra für euch habe ich noch für den April die Körpersprache ist da gefallen. Unsere äußere und auch unsere innere Haltung bedingen sich gegenseitig. Gehst du gebückt, lässt die Arme, den Kopf und die Mundwinkel hängen, fühlst du dich eher unsicher und bedrückt und wirkst auch so auf andere Menschen. Richte dich auf, steh gerade, lass deine Schultern locker sinken, hebe deinen Kopf leicht an und ganz wichtig, lächle. Du wirst erstaunt sein, was das alles bewirkt. Ja, nur mal so als Hinweis. Dann kommen wir zur Wunjo. Wunjo ist Rune, ich zeige sie euch mal, wie sie aussieht. Hier oben seht ihr sie. Da. Das ist die Rune Wunjo. Ihr seht hier schon einen Mann und eine Frau drauf. Und Wunjo spricht von Freude und von Licht. Man kann sich auf seine Freunde verlassen. Ihr habt auf jeden Fall gesellschaftlichen Rückhalt. Auch vor allen Dingen deswegen, weil ihr
jetzt ins Handeln kommt, was eure weitere Zukunft, Neuanfänge, wie gesagt, ist hier das Stichwort. Wenn Hindernisse da gewesen ist, betrachtet ihr das jetzt aus einer anderen Perspektive, achtet vor allen Dingen auf Details. Was ist für euch persönlich wichtig? Was ist unwichtig oder ist unwichtig geworden? Ihr versteht schon, was ich damit meine, ne? Das Glück ist bei euch. Ihr werdet erstrahlen. Ihr werdet den Schlüssel finden zu neuem Wissen. Das kann in alle Richtungen gehen, meine Lieben. Kommt zur Ruhe, ruht in euch selber. Guckt euch die Sache erstmal ganz in Ruhe an, aber kommt dagegen dann trotzdem ins Handeln rein. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Die Herzfrequenz, das ja in sich ruhen, ist einfach in seine Mitte wiederzukommen, dahin wiederzukommen, sag mal, wo man vielleicht lange nicht gewesen ist, kann natürlich auch sein. Veränderungen sind definitiv, hier findet ein Wandel statt. Das sehen wir hier auch und das bestätigt mir diese Rune auch. Die Vunyo ist eine Feuerrune. Quatsch. Bringt die Kräfte in Einklang und schafft Frieden, eine Gemeinschaft zu finden, eventuell auch Gleichgesinnte. Es ist eine passive Energie. Keine aktive, sondern eine passive Energie. Das passt ganz gerne hier. Ganz gut damit zusammen, mit dieser Rest and Renovation. Dann gucke ich jetzt mal, was ich von den Archetypes für Informationen für euch bekomme. Ich mische jetzt einfach mal und lasse dann schon mal das auf mich wirken, weil das sind sehr, sehr intuitive Karten. Da fällt schon das erste raus für den Stier. Da wollte auch noch eine raus. Was wir hier noch für Archetypen. Wo steht man? Wo will man hin? Der Tempel. Woran glaubt ihr? Okay, was wollt ihr erreichen? Ja, das waren etwas viele jetzt hier. Aber eine möchte ich ganz gerne noch. Mal sehen, was hier noch so rauskommt. Glaube kommt mir hier rein. Hoffnung. Feuer. Beobachtung. The Threshold ist praktisch der Grenzbereich, der Tempel, der Schamane, Kairos und der Ring. Der Grenzbereich. Ihr übertretet Schwellen, bewusst oder auch unbewusst. Wo steht man? Hier geht es um Abgründe, aber hier kommt eine Einweihung. Hier geht es in eine neue Realität, beziehungsweise man führt euch, ihr werdet geführt in eine neue Realität und das erfordert, dass ihr bestimmte Sachen hinter euch lasst, was mit der Vergangenheit, mit dem Dunklen zu tun hat. Eine neue Grenze ruft.
eine Grenze zwischen oben und unten, zwischen Licht und Schatten. Das ist eine, ihr steht so an einer Schwelle eures Lebens, also diejenigen unter euch, die es betrifft. Hier soll Platz geschaffen werden für Neues, je nachdem, was als nächstes kommt. Eventuell, einige werden es vielleicht nicht erkennen. Es könnte sein, dass da Schwierigkeiten sind, diese Schwelle zu übertreten. Oder man traut sich nicht. Man schaut zwar, aber man überschreitet diese Schwelle nicht, aus welchen Gründen auch immer. Der Boden scheint praktisch zu bröckeln. Er hängt ja hier schon so ein bisschen durch, ne? Und man weiß nicht genau, was danach kommt. Das ist ein Grenzbereich hier. Dann gucken wir mal zum Tempel. Hier geht es um allgemeine Energien, um eine universelle, allgegenwärtige Energie, die da ist. Positiv. Grün, gelb, das bedeutet Licht, an etwas glauben. Und dieser Besuch dieses Tempels kann praktisch so einfach sein, wie das Betreten des Wandels, des, wenn ihr an das glaubt, was ihr wollt, dann könnt ihr das auch erreichen. Wichtig dabei ist, dass einige von euch natürlich diese Schwelle überschreiten müssen. Und der Tempel ist praktisch hier so ein Aufruf an euch, zu überdenken, woran hängt ihr noch? Was lehnt ihr ab? Womit verbringt ihr eure Zeit? Mit Telefonieren, mit euch ablenken, Geld, materielle Güter? Welche Barrieren ziehst du zwischen dich und dem Heiligen, dem, was euch heilig ist? Vielleicht hat das auch mit eurem spirituellen Wesen etwas zu tun, mit einer Reise. Der Schamane. Was kriege ich denn hier? Der Magier, der Zauberer. Der Wissende, ne? Medizin. Es hat etwas mit Wissen zu tun. Mehr zu wissen als andere. Ein Lehrer zu sein. Hat etwas auch mit Heilung zu tun. Großzügigkeit. Eine mächtige Kraft, die jetzt gerade jetzt sehr gebraucht wird. Die Kraft ist die Heilung. Und ihr müsst sie formen. Interessant. Dann haben wir hier noch die
Kairos-Karte. Und den Ring. Das ist hier schon mal eine sehr schöne Steigerung. Was kriege ich hier noch rein? Das Auge. Hat etwas mit Timing zu tun, vom göttlichen Timing, der richtige Moment. Wir sind in einem Fluss von Ereignissen gefangen, den wir abwarten müssen. Vielleicht sind wir auch manchmal oder seid ihr auch manchmal ein bisschen ungeduldig, was das angeht. Und ihr müsst euch daran erinnern, dass ihr wie bei einer Reise Meilen zurücklegen müsst, bevor ihr das nächste Ziel erreichen könnt. Hier geht es um Veränderungen in eurem Leben. Und es geht hier auch nicht um das jetzt sofort, aber es geht um das Hier und Jetzt, dass ihr diese Reise wertschätzt, lernt und wächst daraus, diesen Schritt überhaupt zu tun, diesen Neuanfang, diese Grenze zu überschreiten, mit festem Glauben, mit den Fähigkeiten, die ihr jetzt schon habt, mit diesen heilerischen Fähigkeiten eben auch. Das kann auch ins Spirituelle reingehen. Aber ihr verfügt auf jeden Fall darüber. Und der Ring hat etwas mit Verbundenheit zu tun. Der Ring ist etwas, was sich immer wiederholt. Man dreht sich im Kreis, es verbindet sich etwas. Der Ring fordert euch heraus, die Natur und die Welt und die Erfahrung, die ihr macht, auch zu spüren, wahrzunehmen. Anfänge und Enden bleiben praktisch auf der Strecke, wenn ihr euch da drinnen übt, euch selbst ein Teil oder dass ihr ein Teil des kosmischen Zirkularität seid, der Schöpfung seid. Umsonst tragen wir ja auch keinen Ring am Finger, ne? Das ist etwas auf der einen Seite, was wert ist, was Raum und Zeit übersteht. Die Karte ruft euch auf, die Verbindung zu euch selbst, zu anderen und der Welt insgesamt zu vertiefen, wahrzunehmen und in der Zwischenzeit wartet. Das ist, also für euch beginnt jetzt anscheinend etwas komplett Neues. Ihr werdet euch vielleicht auch anders wahrnehmen. Die Welt nehmt ihr anders wahr, die Menschen um euch rum, weil ihr hier etwas anders macht. Ihr überhebt euch über Hindernisse. Die Zeitqualität ist jetzt momentan auch so. Also eine sehr, also wirklich sehr schöne Energie. Ihr werdet, wie gesagt, neues Wissen. Vielleicht lernt ihr auch etwas Neues. Das kann natürlich sein. Der Glaube kehrt zurück an euch selber.
So, gucken wir mal bei dem Lenormand für die Stiere. Was haben wir denn da? Die Hindernisse, die Blockaden, Durchhaltevermögen, jawohl. Da haben wir wieder den Schlüssel, wunderbar. Also da tut sich jetzt etwas auf, was vorher nicht da gewesen ist, bekomme ich hier rein. Hier wird etwas gelegen. Hier wird, aha, da haben wir das, spiegelt sich hier wieder. Wir haben hier Geheimnisse, Wissen, was sich angeeignet wird. Sehr schön. Der Schlüssel zu neuem Wissen passt. Glückliche Momenten, ein glücklicher Zufall oder durch Zufall. Ihr könnt auf Kleinigkeiten achten, auch das kleine Glück wahrnehmen, auf Details konzentrieren. Deckt sich mit dem, was ich jetzt hier schon liegen habe. Dann haben wir hier Kommunikation, Ratschläge geben, Ratschläge erhalten, sich zu informieren, Reinigung, Ordnung schaffen, aufräumen. Ja, das passt hier alles wunderbar zusammen. Sich etwas Neues aufzubauen, definitiv. Selbstständig machen, neue Arbeit finden, sich umorientieren, etwas investieren. Je nachdem, welches Thema das bei euch betrifft. Das ist ja eine allgemeine Legung. Hier haben wir so ein, hier geht es um euch alleine. Ich bekomme hier noch rein, diese Meditation, dass ihr in euch gehen könnt, das hat auch etwas damit zu tun, dass ihr eine Rückzugsmöglichkeit braucht. Einen gesunden Egoismus, dass ihr euch an euch glaubt. Wichtig ist, dass ihr dabei nicht übertreibt, dass ihr das Drumherum nicht aus den Augen verliert. Die Schwierigkeiten, die Hindernisse, die jetzt die Herausforderungen, nehmt ihr an. Also ich glaube, dass ihr diese Schwelle, einige, es kommt darauf an, ob einige sehen vielleicht diese Schwelle nicht. Aber diejenigen, die es wahrnehmen, sag ich mal, die werden hier eine Bewusstseinserweiterung auch haben. Die werden vorwärts kommen. Ja. Ihr möchtet in eine bessere Welt. Ihr werdet hier spirituelle Einsichten haben. Ihr werdet euch hier Wissen aneignen. Das innere Leuchten wieder entdecken. Extreme Gefühle. Es kann sein, dass einige von euch jemanden Bestimmtes kennenlernen. Bei der Liebe alles auf eine Karte setzen, wo bis jetzt Schwierigkeiten waren. Das Traumschloss, heile Welt. Optimismus. Hier wird ein Wandel. Also dass man ist vielleicht auch nicht mehr ganz so blauäugig und sagt, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man betrachtet die Realität anders. So, für die Routen. Gehe ich erstmal zu Ende. Da kommt eine Nachricht rein. Eine gute Nachricht. Für die Fabrik. Oh, schön, eine Segnung. Och, das freut mich für euch. Also diejenigen unter euch, die diesen Schritt wagen, ihr Denken, Handeln zu ändern, etwas Altes, sag ich mal, wirklich da auch zurückzulassen, die sich wieder zu sich selbst zurückkehren, bei sich selbst bleiben, die werden hier Glück haben. Durch Gespräche, sich Wissen anzueignen, hier wird sich eine Tür öffnen. Entweder findet ihr neue Arbeit, macht euch selbstständig oder baut etwas Neues hier auf. Das kann alles bedeuten, was das angeht. Das kann mit einer neuen Liebe zusammenhängen. Es kann aber auch sein, dass ihr euch der Liebe wieder öffnet. Ihr euch hier wirklich Traumschlösser baut. Ihr erstrahlt auch wieder. Eure Körpersprache ist dabei ganz wichtig, dass ihr ins Handeln kommt. Ins Handeln kommen, sowohl auch in eurer inneren Mitte bleiben. Und der Hirschkönig, das hier ist wirklich eine Segnung.
Eine magische Begegnung, vielleicht auch in der Liebe, dass hier etwas Neues aufgebaut werden kann. Aber es kann auch so bedeuten, dass ihr neue Arbeit findet, dass das mit der Selbstständigkeit klappt. Das kommt so ein bisschen drauf an, in welche Richtung ihr hier unterwegs seid. Und wir haben hier Alleinstellungsmerkmal, die Wertegemeinschaft, Krisenabsagen, Ausstieg, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen, dass ihr für euch selber entscheidet, welche Überprüfung von Grundwerten. Hier geht es darum, Gesetze, Politik. dass ja, ihr das vielleicht nicht mehr so mit rosa-roter Brille seht, sondern, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das hat etwas mit Werten zu tun. Gar nicht mal mit der Politik. Ihr entscheidet. Ich möchte hier noch eine Zusatzkarte haben, bitte. Womit hat das hier zu tun? Also alles alleine machen und so weiter, das es geht hier. Seid da nicht zu egoistisch. Ihr macht es zwar letzten Endes alleine, aber nicht so egoistisch. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Gesunder Egoismus, ja. Jetzt im Frühling. Anhand der Politik werdet ihr hier eine Entscheidung treffen. Es hat etwas mit Werten zu tun. Absagen. Jungbrunnen erblühen jetzt. Ich werde da jetzt nicht ganz schlau draus. Mal sehen, ob ich hier von Lenormand. Also hier kommt ein Erblühen im Frühling jetzt rein. Wir sind, das ist ja jetzt auch die richtige. Zwischen März und Mai. Viel Fantasie und Kreativität. Dieses Mangeldenken vielleicht hier aus Absagen, die ihr erhalten habt, aus auszusteigen, etwas anders zu machen. Ich empfinde das hier aber, obwohl es zwar eine negative Eigenschaft hat, aber ich empfinde das hier nicht so, sondern ihr lernt daraus. Die eigenen Grundwerte werden überprüft. Das macht ihr für euch alleine. Deswegen auch wahrscheinlich dieses Sammeln in sich kommen. Den Schlüssel zu neuen Wissen finden. Glück dabei haben. Ja. Das passt dann schon eher. Das ist, glaube ich, eine Sache noch, wo das hier hat mit dem hier was zu tun. Sich über Hindernisse erheben. Die Hindernisse überfliegen. Deswegen auch hier den Kondor. Auf Details zu achten, auf die Kleinigkeiten zu achten. Was passiert um mich herum? Ne? Versteht ihr? Da werdet ihr Geheimnissen auf die Spur kommen. Da kommen hier die Blühwürmchen, die magischen Glühwürmchen raus. Aber der Anfang und das Ende, das hat miteinander zu tun. Mit irgendwelchen Werten von euch. Was euch lieb und teuer ist. Was euch, und hier so Grundfesten, finde ich, habe ich so das Gefühl, werden hier überprüft. Weil hier etwas Neues entstehen soll. Und ob ihr diese Grenze überschreitet, was ich hier habe, ne? Vorhin gesagt habe. Das liegt natürlich bei euch selber. Habt ihr den Mut, das zu tun? Neues Wissen zu erlangen? Aufzusteigen? Ins Handeln zu kommen? Wieder neu zu erstrahlen? Die Herzfrequenz zu erhöhen? Auch wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was da kommt, aber hört auf euer Heilwissen. Hier darf auch Heilung passieren. Das sehe ich auch hier. Das hat etwas ganz fest mit dem Glauben auch zu tun. Mit dem Tempel. Ne? Mit dem Glauben an euch selber. In eure Mitte zu kommen. Deswegen auch Meditation würde euch vielleicht gut tun. Sich mal damit zu beschäftigen, wenn ihr es noch nicht tut. Ja, meine Kleinen, meine Süßen. Das sieht sehr interessant hier aus. Es ist wirklich so ein bisschen Yin und Yang. Kommt ihr ins Handeln?
Wagt ihr den Schritt? Seht ihr das? Oder diejenigen unter euch, dass es hier darum geht, sich etwas Neues aufzubauen? In der Liebe, beruflich, je nachdem, das kann hier alles Mögliche sein. Aber hier kommen definitiv gute Nachrichten rein. Oder Informationen, die ihr vorher nicht gekriegt habt. Durch Kommunikation, Gespräche, sich zu informieren, damit, dass ihr Ordnung schafft. Also in irgendeiner Weise hier, das können E-Mails sein oder per was weiß ich, Google oder so weiter, dass ihr irgendwelche Informationen erhaltet. Die hattet ihr vorher nicht und da kommt auch so eine Erleuchtung rein. Oder jemand nimmt mit euch Kontakt auf, das kann auch sein. Plötzlich. Ja, das ist das, was ich hier jetzt momentan allgemein für euch sehen kann, meine Lieben. Ich hoffe, ich habe euch damit etwas helfen können. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Ist auch wieder eine sehr interessante, es kommt immer aufs letzten Endes aufs Gleiche raus. Das finde ich ja auch immer wieder so faszinierend. Gut, die gehen jetzt hier nochmal ein bisschen tiefer. Das finde ich aber auch gut. Auch mit den Runen zusammen. Ja. Meine lieben Stiere, ich wünsche euch natürlich, dass ihr das hinkriegt. Dass ihr den Schritt wagt. Der Schritt muss natürlich gut überlegt sein. Ist natürlich ganz klar, wenn ihr diese Reise getan habt. Oder euch auf diese Reise begibt, weil es ist eine etwas längere Reise. Und ihr euch der Herausforderung stellt. Ja, dann kann das nur gut werden, ne? Ihr werdet dabei auf jeden Fall sehr viel lernen. Ihr werdet hier neues Wissen erlangen. Ihr werdet hier erstrahlen. Auch wenn ihr, das könnt ihr vielleicht jetzt noch gar nicht sehen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich mache, ne? Was ich meine. Meine Lieben, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, eure Prinzessin der Kelche. Ciao.